Gegrüßt, liebe Freunde, der Faktenchecker von Instagram hat jetzt meinen Beitrag gelöscht, wegen Fehlinformationen. Ich habe dieses Bild aus einer Fernsehsendung, die nennt sich Schlagerparty, die lief am Wochenende. Da ist das Publikum aufgestanden, da ist der Moderator aufgestanden, es lief im Fernsehen und da wurde der Hitlergruß gemacht. Und der Faktenchecker behauptet, das stimmt nicht. Also lügt ZDF Behind the Matrix. Ich hab's ja gesehen. Millionen von Menschen haben's auch gesehen. Also was wollt ihr uns verkaufen? Und das nächste Ding ist, da laufe ich durch mein Örtchen hier in meinem Ort und da haben die Leute Stefan Bandera T-Shirt. Faktenchecker, nicht, dass du gleich kommst und mir mein Beitrag löscht wegen Fehlinformation. Ich hab Stefan Bandera T-Shirt gesehen. Ja? Was passiert, wenn ich das tragen würde? Wäre das erlaubt? Und Faktenchecker, du bist nicht bei mir. Wenn du willst, machen wir ein Live-Video, dann zeige ich euch das. Ja? Stefan Bandera T-Shirt ist erlaubt. Der Haargruß ist erlaubt. Und gegen Russenhetzen ist auch erlaubt. Das nenne ich Volksverhetzung, aber vom Feinsten. Ja? Und das im allerbesten Deutschland. Schämt euch, schämt euch. Und ich sage euch eins. Auch wenn meine Reichweite eingeschränkt ist. Ich mach da nicht mit. Fickt euch. Fickt euch alle. Wo seid ihr, lieben Künstler? Na, wo wart ihr gestern, wo ich die Pädophilen gejagt habe? Ihr habt so eine Reichweite. Ihr könnt was verändern, aber ihr macht es nicht. Wo ist ein Carsten Stahl, wo es um die Russen geht? Wo sind die ganzen Rapper, die antifaschistisch unterwegs sind? Das ist Faschismus. Lasst euch das gesagt haben.